Ja, die können mehr rot und grün ziehen. Das war aufregend, wa? Hat alles geklappt, du. Lange Zeit, oder? Aus kann man nämlich nicht winken. So, Eintracht Frankfurt gegen TuS Norderney. Jetzt werden noch die obligatorischen Fotos gemacht. Hier hauptsächlich von den stolzen Müttern, glaube ich, der kleinen Kinder, die da mitgelaufen sind. Nochmal zurück. Blau ist noch nicht richtig fertig. Es muss ja auch alles seine Ordnung haben. Vor diesem wichtigen Spiel, und ich habe es vorhin schon gesagt, ein historisches Spiel, denn es ist das erste Spiel von Thomas Schaaf als nicht Werder Bremen Trainer, sondern als neuer Eintracht Frankfurt Trainer. Und der weiß natürlich, was auf ihn zukommt. Er hat noch ein paar Wochen und ein paar Tage quasi Zeit, um die Mannschaft und seine neue Mannschaft überhaupt kennenzulernen. Diese Eintracht-Fans ja hier, die wissen, dass ich da einiges getan habe. Nicht nur auf der Trainerposition, sondern haben ja auch einige Leistungsträger Eintracht Frankfurt verlassen. Aber es gibt ja auch Neuzugänge, auch wenn zwei davon, Hasebe und Timothy Schändler, beide von Nürnberg kommen, noch nicht dabei sind. Das sind ja WM-Rückkehrer. Aber natürlich, Thomas Schaaf muss erstmal seine neue Mannschaft kennenlernen und hat dann noch Zeit, sie konditionell und taktisch dann eben auch auf diese neue Saison vorzubereiten. Das geht ja gegen Victoria Berlin, ein Pokalspiel. Und dann geht es August los und es geht gegen den SC Freiburg, das ist das erste Spiel einfach. Aber das allererste Spiel sehen wir heute hier auf Norderney. Ja, danke auch. Und dann freuen wir uns auf die 90 Minuten hier auf Norderney. Einfach Freiburg zu Gast. TuS Norderney. Der Pfiff geht los und ich sage Ihnen mal nebenher so ein bisschen, bevor was von Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, Marco Rus ist dabei, Bastian Utschipka, Takasi Inui ist auch dabei, Václav Katlec ist da, Alexander Meyer als Kapitän, Stefan Aigner, Andersen. Und dann kommt der erste Neuzugang, Alexander Injowski, kennen natürlich viele noch von Werder Bremen, also alter Bekannter vom neuen Trainer von Thomas Schaaf. Und auch ein neuer, ein noch ganz junger, Joel Gerretzgier und Marc-Oliver Kempf, der wird ja bald mit der U19-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in Ungarn antreten. Dann schauen wir auf die Aufstellung von TuS Norderney. Da haben wir im Tor Renke Fischer, dann Benjamin Fisser, Kishi, Dennis Wilmer, Kevin Friedrichs, Sven Willi Rauchmann, Stefan Pommes und vorhin im Interview gehabt der Spielertrainer Dennis Kömmertpei, Lars Mares, Christian Meyer und Vinny De Luca. So sehen sie also aus, die beiden Mannschaften. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen aufs Spiel. Gut, jetzt los. So.
Ja, sehr schön durchgesetzt. Pass auf. Der kommt auch. Der rennt gleich durch. Und. Eieiei. Alexander Meyer mit dem Versuch. Knapp übers Tor. Ach, das ist ja so. Was soll denn das? Warum fallen wir auf die Jahre enden? Weißt du, da fallen wir gleich hier. Kann ich mich auch nicht. Kann ich mich auch nicht. Wenn er so blind ist wie du, dann sieht er bis zum 16. Ja, oder? Wenn er so blind ist, dann sieht er aus deinem Gesicht. Was macht er denn? Stark! Sehr stark! Das ist echt sehr gut. Drei, vier Positionen noch nachbessern. Eine davon wird ganz sicherlich die Offensive sein, weil das war auch so ein bisschen so der Knackpunkt in der Vergangenheit. Muss man sagen. Jetzt ist mit Katnetz eigentlich auch nur ein einziger Stürmer vorhanden. Also da muss tatsächlich was gemacht werden. Es spielt der Name Niklas Bendtner durch den Raum. Wie sieht es denn da aus?
Der Ball ist auch drin im Tor zum 5:0 in der 46. Minute. Zwar gerade zu gewinnen. Störner, Hermann Störner. Der TSV Langerode.